Gut. Falls Erin hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Was ist denn die Frauenabteilung? Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. War das Deadly Shadows, wo man auch in so einem Ding rumgelaufen ist, oder war es ein anderes Spiel? Was haben wir denn hier? Aktivitätsprotokoll. Ich erwarte eigentlich nicht so viel zu finden, aber ich werde trotzdem alle Schubladen wie immer öffnen. Wurde ja doch noch einiges liegen gelassen. Nein. Da, die Schublade noch. Schöne alte Schreibmaschine. Registration Office. Ich höre was. Ich glaube, ich muss meinen Ton ein bisschen lauter machen. Eventuell werde ich den wieder runterstellen hinterher bei der Nachbearbeitung. Aber mein Rechner macht auch einen ganz schönen Krach bei dem Spiel. Der übertönt dann alle Hintergrundgeräusche. Ist dann ein bisschen schade. Kriege ich nicht so die volle Atmosphäre. Aber ich sehe da oben was. Okay, ich glaube, es ist nur ein Kronleuchter oder so. Hoffe ich. ich wollte mir das Protokoll angucken. Was ist denn der Spielfortschritt? Ressourcen? Wie auch immer. Da habe ich doch eigentlich nichts Neues drin, komisch. Dokumente. Und da haben wir keine Besucher, Patientin Nummer 63 empfing Lord Abercrombie. Keine Ahnung. Keine Besucher, Patientin Nummer 18 empfing ihren Gönner und keine Besucher. Okay. Sagt uns das irgendwas? Ich weiß nicht. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal wieder in die Hocke. Und es sind die Leuchter an der Decke, die hier schaukeln. Fenster knarzt und Vögel. Danke. Das ist doch so jetzt das, was ich von Thief außerdem erwarte. Diese schönen, gruseligen Atmosphären und Schreckmomente. Und ich verstecke mich unterm Schreibtisch. Nein, weiter Schubladen durchsuchen. Und alles, na, fast alles leer. Schloss? Patienten eingeliefert. Die Frauenabteilung. Okay, da können wir dann gleich mal gucken, wer da wohl untergebracht wurde. Also, Patientin Nummer 236841. Nummer 18 wurde eingeliefert. Eine junge Frau auf Anordnung des Staats unter Bewachungszustand. Tolerabel bis schlecht. Zahlreiche Schürfwunden und Knochenbrüche, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Erhielt Anweisungen, sie in diesem Zustand zu behalten, da sonst extreme Gewaltausbrüche zu befürchten wären. Habe sie in die Frauenabteilung verlegt, in Isolation, um sie zu beobachten und zu behandeln. Schwester Obermel. Okay. Patientin Nummer 18 also. Frauenabteilung.
da hinten an meiner Tür. Was ist denn hier? Ah, das ist die Männerabteilung. Komme ich da auch gar nicht erst durch? Okay. Speichern. Kriege ich das auf? Was lustig gemacht. Den Ball, den man da wegkickt. Ist da runtergefallen? Ach, das ist wieder dieses Fenster. Ich, das war der Schaukelsturm. Da unten liegt übrigens auch so Heilmittel. Ich warte irgendwie darauf, dass uns jeden Moment irgendjemand anspringt. Deswegen bin ich doch ein bisschen angespannter. Was? Aber Hauptsache Geld, kann auch seelenruhig die Schubladen durchsuchen. Das Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Also hier kommen wir nur rein, wenn wir den Schlüssel haben. Den müssen wir jetzt erstmal suchen. Ich muss mich wohl einliefern lassen. Freiwillig, versteht sich. Ich schaffe den Schlüssel aus der Männerabteilung. Was meint er? Also mit sich selbst einliefern? Der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um ihn zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Sehr fies. Falls ihm jemand benötigt, was nicht der Fall sein sollte, möge er während meiner Dienstzeit zu mir kommen, Dr. Stedman. Also. Jetzt suchen wir mal dem sein Büro in der Männerabteilung. Feuerpfeile. Wieso brauche ich Feuerpfeile? Blut. Hier komme ich aber nicht. Nee. Da komme ich erstmal nicht weiter. Das heißt, da. Kann man jemand die Fenster hier zumachen? Das ist ja schlimm. Sind wir auf der anderen Seite. Ich möchte nochmal speichern. Ein Seilpfeil. Das nächste Dokument. Bericht über Duschbelüftung. Patientin Nummer 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt wurden. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob die Maßnahme erfolgreich war oder nicht, Schwester Obermann. Okay. Das heißt, da werden wir wohl einen Weg finden durch die Belüftung.
Nein. Öffnen. Da geht's runter. Und da geht's wieder zur Lobby. Das heißt, es müsste diese andere Tür zum Männertrakt gewesen sein. Da muss ich ja jetzt erstmal nicht wieder zurück. Wo sind wir denn jetzt? Also Achtung. Excitable Patient. Also jemand, einen Patienten, den man schnell in Aufruhr versetzen kann. Und da haben wir eine Tür. Gut, nehmen wir das. Komische Gläser. Eine Spritze. 6 Gold wert. Was ist denn in der Spritze drin? Na. Knöpfchen? Nee, Schraube. Okay. Dann geht's weiter runter. Hä? Blockiert, aber... Nee, Moment, da ist ein... Geschichte 2. Okay, wenn's da jetzt nicht weitergeht... Welche Möglichkeit habe ich denn dann noch? Gucken wir gerade erstmal da rein. Geschichte 2. Die Geschichte Heilanstalt von Moira ist faszinierend, einschließlich der aktuellen Debatte, ob es sich eher um ein Gefängnis oder um ein Krankenhaus handelt. Die ehrwürdige Witwe Moira hielt es für einen Ort zur Behandlung von Wunden an Herz und Seele, an dem man sich zu den beruhigenden Geräuschen von Brandung oder bei völliger Stille von der Unbill der Welt erholen konnte. Baron Ulysses jedoch betrachtete es in seiner unendlichen Weisheit als Möglichkeit, die Degenerierten der Stadt loszuwerden, und das zum Preis einer Großherzigkeit, wie sie in unseren jetzigen Zeitalter undenkbar wäre. Okay. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch keinen war das ein Schlüssel oder was anderes? Ich glaube, es war, was wir eben gefunden hatten, war irgend so ein anderer Gegenstand. Dann heißt es, müsste eigentlich noch diese Belüftung geben. Ich kann mal gucken. Sammlerstück war das Ding. Okay. Dann müssen wir uns jetzt nochmal genau umgucken. Moment. Wir haben im Frauenabteil da, Frauenabteil. Abteilung sollte es ja eigentlich irgendwelche Duschen geben, die dann wiederum in einen, wahrscheinlich in einen anderen Teil der Männerabteilung führen. Das heißt, das wäre vielleicht mein Weg. Da mich das Treppenhaus jetzt hier nicht weiterbringt. Ja, nein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich zurück in die Lobby gehen erstmal. Das mache ich gucken, dass ich hier nichts übersehen habe. So viel dazu. Wieso habe ich das? War das Rad da vorher auch schon? Drehen, in welche Richtung? Was war das denn gerade? Das klang seltsam.
immer noch die Männerabteilung. Okay, so geht's natürlich auch. Das sind mir zu viele offene Räume. ich geh's mal da rein. Echt jetzt? Was wäre... Das war das Geräusch, was wir gehört haben, als wir das Rad gedreht haben. Dasselbe. Das kam doch von jemandem. Das kam nicht von dem Rad. Von jemandem, der da... vielleicht da drin ist. Ich weiß nicht, ob ich das aufschließen will.